wenig rot-grün tatsächlich. So ein bisschen. Ja, so ein bisschen ist drin. Okay. Entschuldigung, so ein bisschen ist drin. So, Leute, da sind wir beim nächsten Opening. Und ich habe wieder ein Warhammer 40k Commander Deck für uns, euch, alle möglichen Leute, vor allem die Leute, die mir die Dinger bereitgestellt haben und gesagt haben, Blackie, mach mal auf. Mach ich. Ich probiere es wieder ohne komplette Zerstörung. Ja. So viel dazu. Ich bin echt immer noch zu doof, die aufzumachen. Es tut mir leid. Es tut mir wirklich leid. Und weg damit. Dann haben wir die wunderschöne Bobbox. Ach ja, ich habe gar nicht gesagt, was wir öffnen. Wir öffnen Tyranniden heute. Heute gibt's Tyranniden, wie man hier sieht. Und hier The Swarm Lord. Mit den Tyranniden-Marken zum Ausstechen. Auch ganz cool. Haben wir einmal das Tyranniden-Deck. Dab, dab, dab. Und rein da. Auch hier wieder mit Tyranniden live. Nicht schlecht. Dann habe ich für euch einmal die Erklärung der Tyranniden. Ich darf es noch nicht einreißen. Genau, wir haben einmal The Swarm Lord als Ding und einmal Magus Lucia Kane. Human Tyrannid Wizard. Okay, hier sind die Stories. Okay. Gucken wir mal weiter an, was wir hier noch haben. In diesem Tyranniden-Deck. Das war, glaube ich, das beliebteste von allen. Also das Necron, das war das teuerste, was ich euch das letzte Mal gezeigt habe. Das hier ist das beliebteste. Zumindest war es bei uns. Ich weiß nicht, ob es überall so war. Aber bei uns war es das beliebteste. Und deshalb, weg damit. Und wir gucken uns mal an The Swarm Lord. The Swarm Lord ist eine 6-Mana 5-5 Tyrannide, der sagt, wenn er ins Spiel kommt, kommt er mit 2+1+1 Marken für jedes Mal, wo ihr den gecastet habt aus eurer Commander Zone. Sehr, sehr cool. Und immer wenn eine Kreatur stirbt, mit einer Marke drauf, dürfen wir eine Karte ziehen. Wirklich coole Karte. Dann haben wir 1-1 Tyranniden und 1-1 fliegende Tyrannid Gargoyles, ein Tyrannid, 5-5 Tyrannid. Okay, Tyrannid Warrior, die sind dann 3-3. Warum auch mal die Warrior heißt. Und nochmal Tyranniden Gargoyles. Können auch hierbei, oder? Ja, können auch hierbei. Mehr Gargoyles braucht das Land. Gucken, ob ich den Bulltab hier finde. Das ist, wie gesagt, immer so eine kleine Sache. Ich glaube, hier ist der. Ich glaube, ich habe ihn. Jawohl. Ich will ja auf den Karten auch nicht rumkratzen, was echt mies wäre. Gucken wir uns an, was wir haben. Weg mit dem Müll. Wir haben The Swarm Lord. 6 Mana 5-5, haben wir schon gesagt. Dann Magus Lucia Kane. 4 Mana 1-1. Zu Beginn jedes Turns legen wir bis 1-1 Mark auf eine Kreatur. Und für Tappen kriegen wir 2 farblose Mana. Der nächste Spell, der X in den Mana-Kosten hat, können wir diesen Mana für benutzen. Und wir können den Spell oder die Ability kopieren. Finde ich mega. Bin ich mal gespannt, ob es damit nicht auch was ohne Tyranniden gibt, sondern halt sowas wie die guten alten Hydren und so ein Quatsch. Rot-Grün passt ja. Blau hat auch so ein paar davon. Deswegen, das würde ja passen. Gene Stealer Patriarch. Sehr cool. Wie immer, ich gucke einfach ein bisschen durch. Gerade auf die Artworks kann ich ein bisschen eingehen. Jede einzelne Karte vorlesen ist halt echt viel. Und ich muss sagen, das ist, glaube ich, ein bisschen zu viel. Ihr habt zum letzten Mal ein bisschen runtergeschrieben. Ich würde so ein bisschen auf mehr Karten eingehen. Kann ich machen. Und ja. Gucken wir mal, wenn ihr das andere Video noch nicht gesehen habt, da könnt ihr auch das Necron sehen. Gucken wir uns an, Gene Stealer Patriarch. Exodus ist auch richtig cool mit Ravenous. Immer wenn eine Kreatur ins Spiel kommt, könnt ihr mit X+1/+1 machen ins Spiel. Wenn X5 oder mehr ist, ziehen wir eine Karte, da ist X drin. The Red Terror. Immer wenn eine rote Source +1/+1 machen, krass, sehr, sehr stark. Biophasmus, auch sehr, sehr cool. Können wir Mana mitmachen und Sachen machen. Bone Zapperers, Broodlord, auch sehr, sehr cool. Haruspex, ist nicht der Grim Haruspex, sondern ist der normale Haruspex. Der mit Plants, also Ward, 12 Mana, 12, 12. Können wir beliebig viele Plants 1 machen, konkret unternehmen, um den 2 Mana günstiger zu machen. Wachsamkeit, Reach, Ward 2. Und er kann nicht von Kreaturen mit Stärke 2 oder weniger geblockt werden. What? Stark. Dann haben wir Hormaganten-Horde. Die Hormaganten, ein grünes und X und Ravenous, sehr, sehr cool. Lichtor, Nexus, Old One Eye. Old One Eye ist ein Legendary, cool. Wie immer bei den Namen, wenn ich irgendwas hart botche, tut mir leid. Ich spiele nur Kill Team. Kill Team haben wir, Tyranniden Warriors sind, glaube ich, die größten. Lichtorn sind die größten, die wir im Kill Team aktuell spielen können. Bei dem, was ich spiele, ein Kill Team. Also das alte Kill Team. Termaganten, Swarm. Also wir haben Hormaganten und Termaganten. Das finde ich wiederum richtig cool. Das ist cool.
Toxirans, Tyranid Guard. Das, was ich, also Tyranniden verstehe ich. Die ganzen Genestealer, auch hier mit den Leuten, die hier so halb, das verstehe ich nicht. Das sind für mich immer noch keine Tyranniden, auch wenn sie eigentlich Tyranniden sind. Das, ja, die Outrider, Terror Weep, The First Tyrannic War. 5 Mana, Kreaturenkarte ins Spiel mit Mana Kosten von X. Und die Anzahl an besonders Salzmann verdoppeln. Sehr, sehr stark. Gargoyle-Flock, Kellermoth. Der ist sogar ein bisschen teurer. Ist, glaube ich, eine der teuersten Karten in den ganzen Decks und so weiter und so fort. Warum? 3 Mana, 3, 2, War 2. Immer wenn eine Source dem Spieler genau einen Schaden oder einen Permanent zufügt, fügt er 2 Schaden zu. Warum ist der teuer? Ich verstehe es nicht. Kartenmarket sagt, der ist teuer, by the way. Malanfron, Morlock, Ravenor, Shadow in a Warp, auch sehr, sehr cool. Der erste Zauber hier ohne kostet 2 Mana weniger, was bei diesen ganzen X-Spells echt eine Menge ist und echt cool ist. Tyranid, Haridan, Tyranid Prime, okay. Winged Hive Tyrant, es sind also so viele Tyranniden, so viele, das ist, also, und Tyrannen, das ist krass. Rot-Blau ist halt sehr viel um Grün-Blau, ist wenig Rot-Grün tatsächlich. So ein bisschen, ja, so ein bisschen ist drin, okay. Starstorm, da sind wir jetzt bei Karten, die es schon gab. Mit 2 Rote und X fügt der X-Schaden in der Kreatur zu mit Cycling. Abundance. Die wurde mal zwischenzeitlich richtig teuer und ist jetzt nicht mehr so teuer. Death Presence. Auch eine sehr coole Karte. Hardened Scales. Oh mein Gott, wie hübsch. Wie hübsch. Der beschossene Tyrannide hier. I like Iron of Cinderglades. Kommt getappt das Spiel, wenn man zwei oder mehr, enttappt das Spiel, wenn man zwei oder mehr Basics kontrolliert. Exotic Oshard, cool. Game Trail, ja, kann man ein Mountain oder ein Ding vorzeigen. Temple of Abaddon, Temple of Epiphany, Temple of Mystery. Fände ich gut, dass alle Tempel drin sind. Genestealer Locus ist eine Uncommon, hier auch. Das hier ist dann nicht mehr Holo, sondern es ist einfach grau. Es ist okay. Es ist okay. Acolyte, Genestealer, Tyranid Invasion, Goliath Truck. Ist das? Ah, das ist ein Genestealer-Ding. Ich wollte gerade sagen, es ist doch kein Tyranniden-Ding. Das ist ein Genestealer-Ding. Ja, Genestealer. Aetherize, kennen wir, Inspiring Call, Breathe the Hunt. Hull Breach, sehr, sehr cool. Herald's Horn, Solring, der ist Solring. Die Solringe haben sie so schön gemacht von allen Decks. Ash Barons, auch sehr, sehr cool. Ja, Unclaimed Territory, macht ja Sinn. Wir sagen Tyranniden und ja, passt. Richtig, auch richtig cool. Es passt richtig gut. Cultivate, Explore, Farseek, geil, geil, das ist ein geiles Artwork. Harrow, New Horizon, ach, es ist wirklich, Commander, richtig schön, richtig, richtig schön. Path of Ancestry, den drucken sie auch in letzter Zeit echt oft, da haben sie echt Bock drauf, den Ding. Ja, Tomb of Spence, es ist cool, und hier die Ding. Hierbei ist es aber so, anders als bei den Necrons, gibt es nicht 3 verschiedene Artworks, sondern die Mountain haben ein Artwork, die Insel haben ein Artwork und die Forests haben ein Artwork. Gibt halt auch 3 verschiedene Basic-Farben. So viel zum Tyranniden-Deck. Diesmal ein bisschen schneller durchgegangen. Ich hoffe, das war okay für euch. Meine absoluten Highlights sind halt wirklich die ganzen Tyranniden. Ich bin kein Fan von den Genestealern. Aber ja, was sagt ihr dazu? Habt ihr euch irgendwas geholt? Das habe ich beim letzten Mal ganz vergessen zu fragen. Es juckt mich natürlich, interessiert mich, was ihr euch geholt habt und welches ihr euch geholt habt, wenn ihr euch was geholt habt. Und wenn nicht, warum nicht? Und wenn ihr zu viel Geld hattet und diese Collector geholt habt, ist es gelohnt? Dinge, die ich alles nicht weiß, die ich nicht austesten kann, ihr mir gerne schreiben könnt. Und wenn ihr schon dabei seid, könnt ihr dem Video gerne ein Like da lassen, wenn es euch gefallen hat. Und wenn ihr noch nicht abonniert habt, könnt ihr gerne abonnieren. Die anderen 2 Decks kommen auch noch. Wie gesagt, das Necron-Deck habe ich schon aufgemacht. Und ja. Ansonsten öffne ich eine Menge Kram und mache Gameplay und so weiter und so fort. Also cool. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Alexit. Ciao, ciao.